Namaste, Namaste, herzlich willkommen, liebe Freunde, an diesem Freitag im September. Wir schreiben den 28. ist es so? Nein, den 29. bereits. Und es herbstelt. Nicht in Südafrika, weil dort geht man dem Frühling entgegen. Ja, in der Schweiz wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Diesmal geht es um etwas sowieso sehr Ungesundes, das man ja ganz vogue nicht essen sollte. Das ist nämlich Schokolade und damit auch die Schokoladefabrik Lederach, respektive dessen alten Patron. Und ich denke, es gibt ja keine Woche mehr, wo man nicht irgendetwas in dieser Richtung ausgraben tut. Und da bin ich natürlich auf der Reisezeit auf ein sehr interessantes Essay gestoßen von Martin Ebel. Und es geht da auch eben um diese Wokeness. Was inklusiv sein wollte, wird intolerant. Interessanter Titel schon. Wer gegen das Gendern ist, muss alt, doof oder recht sein. Das sagt aber nicht irgendjemand, liebe Freunde, sondern ein Germanist namens Henning Lobin. Für ihn verbirgt sich hinter der Ablehnung gegenderter Sprache eine rechtspopulistische Agenda. Und dieser Mann ist immerhin Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim und nicht irgendwer. Und seine politische Zuordnung in dieser ganzen Gender-Sache keine Einzelmeinung. Schaut man sich das Programm der SVP oder auch das der deutschen AfD an, fällt auf, beide Parteien ist der Kampf gegen Gendersprache, gegen Wokeness in allen Formen doch ein zentrales Anliegen. Offenbar erhoffen sie sich dadurch einen Zulauf aus Kreisen, die ansonsten nichts rechts wählen würden. Das scheint mir allerdings ein sehr dünnes Eis für eine Wahlentscheidung. Den Wahlsieg Donald Trumps 2016 führten ja nicht wenige Politanalysten auf eine zu woke Strategie der Demokratischen Partei zurück. So mag die Gleichung rechts, also gegen woke, stimmen, aber der Umkehrschluss noch lange nicht. Wenn das Gendern im öffentlichen Raum, also eine von Interessengruppen geführte und umgesetzte Sprachpolitik, bürokratisch und andere woke Anliegen wie das Reinigen historischer Texte, Bilder, Märchen und so weiter stört, der oder die kann sich überall im politischen Spektrum positionieren, grün, grünliberal, links, Mittewähler oder auch bürgerlich konservativ, dem jede Form von Diskriminierung fernliegt. Links ist nicht woke, hat kürzlich die deutsch-amerikanische Politologin Susan Neumann ihr neues Buch betitelt, in dem es dann allerdings vor allem um die Verteidigung der Aufklärung gegen ihre Verächter ging. Ja, Gendern ist nicht progressiv, das Festhalten am generischen Maskulinum ist nicht reaktionär, auch nicht die Skepsis gegenüber anderen Anliegen der Woken-Bewegung, Identitätspolitik, kulturelle Aneignung, verbotene Begriffe und so weiter. Woke-Aktivismus zielt fast ausnahmslos auf symbolische Akte statt reale Verbesserungen, kann aber für die, die diese Akte nicht mitvollziehen mögen, handfeste reale Konsequenzen haben. In der digitalen Welt Shitstorms, in der wirklichen Welt Cancel Culture, Existenzverlust da am Arbeitsplatz oder in Mandaten nicht mehr erwünscht. Dabei sind alle Woken-Ansätze ursprünglich wirklich gut gemeint gewesen. Wer gendert, möchte Frauen und Männer ansprechen. Wer diskriminierende Begriffe wie das N-Wort ächtet, möchte die schützen, die mit ihnen belegt würden. Wer Diversität fordert, möchte die Vielfalt der Bevölkerung überall repräsentiert sehen. Die Vertreter der Identitätspolitik wollen denen, die bisher nicht zu Wort kamen, eine eigene Stimme geben. Soweit, so gut gedacht. Wie aber gut gemeinte Anliegen zu moralischer Arroganz führten, zu Bevormundung, Ausgrenzung und sogar gegen Hass oder zu Hass gegen Andersdenkende, wie er sich etwa im Totschlagargument transphob ausdrückt, das ist unübersehbar. Auf vier Feldern lässt sich das zeigen. Erstens, geschlechtergerechte oder geschlechtersensible Sprache. Schon diese Begriffe sind geframed, also durch und durch moralinsauer.
Aber wer von Sternen, bemühten Partizipformen oder der zwanghaften Doppelnennung Schweizer und Schweizerinnen nichts hält, ist der deshalb unsensibel oder gar ungerecht. Die Genderlobby behauptet ja, das generische Maskulinum Schweizer verweigere und verschweige Frauen. Dabei hat diese bewährte, grammatisch korrekte und alle Menschen umfassende praktische Form nichts mit Wertschätzung oder sogar Abwertung von Frauen zu tun. Natürlich sind Schweizerinnen auch Schweizer und der Pluralartikel die für beide Geschlechter ist übrigens identisch mit dem Weiblichen, was selbstverständlich nichts mit dem Ignorieren von Männern zu tun hat. Die Autorin Nele Polaschek, eine wirklich progressive Feministin, findet gar, Gender sei leider sexistisch, weil es das Frausein immer markiert als einziges Identitätsmerkmal. Homosexuelle, schwarze Juden, schreibt sie, sind immer mitgemeint. Nur eine Frau wird das Frausein niemals los. Die Engländer machen es umgekehrt. Der politisch links stehende Guardian hat den Begriff Actress, also Schauspielerin, abgeschafft und spricht nur noch von Actor. Obwohl also sprachlogisch vieles gegen das Gendern spricht und wie Umfragen immer wieder zeigen, die große Mehrheit der Bevölkerung nichts davon hält, wird diese auch immer mehr auf immer mehr Kanälen heilig gesprochen. Am Fernsehen stolpert sie über Schweizer innen, also diese Glottispause. Universitäten und Behörden wetteifern um die inklusivsten Sprachregelungen. Die Stadt Zürich praktiziert gar den Genderstern. Die einen freut's, die meisten ärgert's, was allen mitmeinen will, erreicht das Gegenteil. Es spaltet das stattdessen. Beispiel 2. Diversität. Die ist aus den USA übernommen, wo ja ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung, vor allem der Schwarzen, rechtlich, sozial, physisch über Jahrhunderte unterdrückt wurde. Noch heute ist die Polizeigewalt gegen Schwarze ein Problem, allerdings auch umgekehrt. Die gezielte Förderung von Nichtweißen durch Affirmative Action und Quoten, bestens bekannt hier in Südafrika, war und ist ein erfolgreiches Mittel gegen diese Benachteiligung. Ja, ich mache da ein kleines Fragezeichen mit Bleistift. Die Schweiz mit ihren vielen Kulturen legt von jeher Wert auf Repräsentativität, etwa in der politischen Gremien. Ein sinnvolles Bestreben, das aber Gefahr läuft, in Proporzzwängerei umzuschlagen. Die Schweiz hat keine rassistische Vergangenheit wie die USA. Dennoch erwecken die Vorkämpfer der Wokeness manchmal den Eindruck, als sei die unzureichende Zahl schwarzer oder anders diverser Protagonisten im Theater oder in den Verlagen das kulturelle Hauptproblem des Landes. Mit Folgen, so hat es die Intendanz des Schauspielhauses Zürich geschafft, mit einer dezidiert diversen und woken Spielplan und Personalpolitik, die von der Stadt gut geheißen, wenn nicht gar vehement gefordert wurde, einen beträchtlichen Teil des Publikums zu vergraulen. Aber ausbleibendes Publikum kann man ja mit Staatssubventionen kompensieren. Wenn ein Schweizer Filmprojekt Fördergelder bekommen will, muss bei gewissen Förderstellen oder Stiftungen eine Diversitätscheckliste ausgefüllt werden. Ist ein Zwei-Personen-Kammerspiel zwischen weißen Männern, die auch noch heterosexuell sind, nicht mehr förderfähig also? Das Bestreben nach Inklusion und Diversität, nach Förderung benachteiligter Gruppen schlägt manchmal Dialektik in Ausgrenzung um. Die Dampfzentrale Bern macht eine Veranstaltung ausschließlich für People of Color. An einem deutschen Theater verlangt eine Gruppe schwarzer Schauspieler öffentliche Gelder für eine eigene Gruppe, die nur aus Schwarzen bestehen soll. Weiße sind da explizit und erwähnt unerwünscht. Aus dem Kampf gegen Benachteiligung wird die Förderung nach eigenen Privilegien. Eine Berliner Studie um den Soziologen Steffen Mau hat untersucht, wann die grundsätzlich vorhandene Offenheit der Bevölkerung gegenüber woken Anliegen endet. Bei Exklusivitätsansprüchen wie eigene Schwimmzeiten für Nonbinäre, zum Beispiel in Schwimmhallen, oder den mittlerweile berühmten Toiletten für das dritte Geschlecht in Berlin
Wobei man sich tatsächlich fragen kann, ob das Geld, das man für diese Einrichtungen zusätzlich ausgibt, nicht dem eh schrecklich bezahlten Putzpersonal zugute kommen sollte. Beispiel 3: Textverbote und Triggerwarnungen. Exklusive Räume für Minderheiten, die heißen heute Safe Spaces. Darunter ist an Universitäten auch der Schutz vor bestimmten literarischen Texten zu verstehen. Eine Erzählung, die von einer Verge handelt, könne für eine Studentin, die Verge wurde, traumatisierend wirken. Das hat inzwischen zu teils grotesken Warnhinweisen von der Lektüre geführt, aber auch zum Verbannen heikler Texte der Literaturgeschichte von Bibliotheks- und Lektürelisten. Aber die Frage ist doch, Freunde, kann eine Universität, in der man sich über Literatur mit der Wirklichkeit auseinandersetzt, und die Literatur und die Wirklichkeit sind nicht immer nett, ein Safe Space sein überhaupt? Kann die Empfindlichkeit oder auch nur die mögliche Empfindlichkeit einzelner Personen dazu führen, dass alle anderen großen Texte der Kulturgeschichte vorenthalten werden? Die Sorge um den Schutz weniger führt zur Bevormundung vieler. Beispiel 4 und letztes. Immer weniger wichtig ist es, was jemand sagt und wie treffend seine Argumente sind, sondern wer es sagt beziehungsweise sagen darf. Über Rassismus dürften sich nur die äußern, die ihn erlitten haben. Eine weiße Übersetzerin darf Gedichte einer schwarzen Amerikanerin nicht mehr übersetzen. Ein nichtjüdischer Schauspieler sollte einen jüdischen Dirigenten nicht darstellen dürfen, schon gar nicht mit künstlich vergrößerter Nase, wie das zum Beispiel Bradley Cooper beim Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein gemacht hat. Ein Berner Club, bestens bekannt, bricht ein Konzert einer weißen Band mit Rastalocken, allein wegen dem Unwohlsein einzelner Konzertbesucher, stammte Pepe ab, das zum Schaden des Großteils des bezahlten Publikums, des Publikums, das ein Ticket bezahlt hat. Soziologen nennen das den Narcissistic Turn. Was einer fühlt, ist entscheidend, nicht wie er sich mit anderen argumentativ austauscht. Und nicht was jemand kann, entscheidet darüber, was er oder sie darf, sondern was man ist. Frau, schwarz, homosexuell, non-binär, heterosexuell oder eben weiß. Nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte von jemand Bestimmten reicht. Fazit, das nur eine momentane Zwischenbilanz sein, weil alles ist ja im Flow. Was einmal menschenfreundliche Anliegen waren, Inklusion, Diversität, Toleranz, Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung, für Gleichberechtigung, Schutz und Förderung Benachteiligter, hat Züge von großer Bevormundung angenommen, leider, leider. Ausgrenzung, Unterdrückung scheinen mittlerweile in der Toleranz toleriert zu werden. Aus Empathie wird nicht selten Ideologie, aus Inklusion Intoleranz. Was dann noch links oder progressiv sein soll, weiß nur der Himmel und der sagt nichts. Klar ist nur, dass reaktionäre und rechtspopulistische Kräfte diese Entwicklung einerseits ausschlachten, andererseits aber alles, was traditionell und bürgerlich ist, auch darunter leiden. Ja, das ist ein bisschen ein Teaser, weil am Sonntag haben wir einen Salon, natürlich wie immer auf unserem Rumble-Kanal. Dort geht es um spezielle Früherziehung. Ich möchte das Wort hier nicht nennen auf dieser Plattform. Ihr wisst, was ich meine. In Kitas, Kindergärten und Primarschulen. Und das soll ja auch ganz speziell woke und integrativ und inklusiv und divers sein. Nun, vielleicht ist es das, vielleicht ist es dann aber auch ideologisch. Urteilt selbst und in diesem Sinne einen wunderschönen Tag und guten Einstieg ins Wochenende. Mein Name Marco Kaimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Amandla Avetu. Saludos a todos, salizame, man sieht sich bald.